Zum Glück ist der Unterricht vorbei. So langweilig, oder? Warte, hast du das gesehen? Das ist neu. Irgendwie komisch. Ich hab's nicht so mit Kunst. Peppen wir es auf. Ein Schnurrbart vielleicht? Du hast das auch gesehen, oder? Niemand vandaliert Kunst. Nicht unter meiner Aufsicht. Ihr steckt in Schwierigkeiten. Was ist passiert? Wo sind wir? Willkommen zu meiner Essenskunst-Challenge. Wir werden viel Spaß haben. Wer drückt den Knopf? Ich? Okay, und los. Das Glück ist auf meiner Seite. Oh, was ist das? So spannend. Wow, schau mal. Diese Werkzeuge sind sehr nützlich. Was ist mit der los? Ja, was machst du da? Hab ich euch erwischt, was? Ich möchte, dass ihr Schreck erschafft. Oh, du hast dich wie ein Unhold benommen. Also, womit arbeiten wir? Schau, eine Avocado. Ich lege direkt los. Zuerst halbiere ich die Avocado. Dann löffle ich das Fleisch heraus. Ich brauche einen Toast. Dann schichte ich die Avocado, um sein Gesicht zu machen. Nur die Augen nicht vergessen. Essen ist fertig. Das sieht echt gut aus. Ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Das war schwierig. Ups, das mache ich später sauber. Das wird echt chaotisch. Aber ich gebe mein Bestes. Die Zeit läuft. Ich bin fertig. Ich glaube, das wird dir gefallen. Wow, das ist super. Oh, Sunny. Was? Stimmt was nicht? Oh, wie peinlich. Naja, ich will nichts verschwenden. Oh, komm schon. Du ekelst mich an. Was soll das sein? Ah, davon bekomme ich Albträume. Gina gewinnt. Wuhu. Okay, verständlich. Schere, Stein, Papier. Schere, Stein, Papier. Gewonnen. Ah! Was ist los? Was soll der Lärm? Spinne, Spinne. Das ist alles? Gut, ich kümmere mich drum. Oh, so süß. Keine große Sache. Ist sie verrückt? Wie macht sie das? Das bringt mich auf eine Idee. Die nächste Challenge, Spider-Man. Wuhu, das wird gut. Los geht's. Ich gebe Tomatenketchup auf meinen Pizzaboden. Das sollte reichen. Ich verteile es mit einem Löffel. Alles soll schön gleichmäßig verteilt werden. Zeit für den Käse. Mh, das macht mich hungrig. Der Käse ist fertig. Pepperoni-Pizza ist ein Klassiker. Ich liebe es. Mh, oh, Paprika. Das wird die Maske von Spider-Man. Ich lege sie einmal komplett drumherum. Ich nehme Käse für die Augen. Ein bisschen noch. Sieht gut aus. Ich bin dran. Sunny sieht gut aus. Hm, ich mach besser mal den Geschmackstest. Mal sehen, wer gewonnen hat. Kunstlady? Wir sind soweit. Offensichtlich hat nur eine von euch Spider-Man gesehen. Einfache Entscheidung. Sunny gewinnt. Ja, geschafft. Oh, ich habe mein Bestes gegeben. Kann ich ein Stückchen haben? Ich will zuerst probieren. Was zum... Hey! Sorry, aber Verbrechensbekämpfung macht hungrig. Ich bin gespannt, was jetzt kommt. Das wird die bisher teuflischste Challenge. Das hört sich nicht gut an. Das war nur ein Scherz. Macht mir ein Einhorn. Aber es soll niedlich sein. Oh, ich liebe Einhörner. Die sind einfach so süß. Das sind sie wirklich. Sollen wir auf den Knopf drücken? Ja, komm schon. Glitzer. Sehr nützlich. Diese Streusel kann ich gebrauchen. Das wird so ein Spaß. Ich muss kurz nachdenken. Oh, na klar. Ich nehme einen von Chinas Cupcakes. Hey, der gehört mir. Komm schon, du hast zu viele. Und los. Ich spritze den Zuckerguss auf den Cupcake. Ich arbeite mich von außen nach innen. Jetzt wechsle ich die Farbe. Das wird das Horn des Einhorns. Ich benutze diese Herzen als Augen. Das ist unfair. Hä? Was geht? Kann ich dir helfen? Schnapp dir zuerst ein großes Tablett. Das ist perfekt. Ich arrangiere die Cupcakes auf dem Tablett. Natürlich in Form eines Einhorns. Nun bedecke ich sie mit Zuckerguss. Zuerst den Umriss und dann fülle ich alles aus. Nun glätte ich das Ganze. Das wird die Basis. Den restlichen Zuckerguss kann ich später naschen. Nun zur Deko. Ich beginne mit gelbem Zuckerguss. Wechseln wir die Farben. Ich mag es so schön bunt. Sieht toll aus, wie ein Regenbogen. Fehlt nur noch ein Ohr und mein Einhorn ist fertig. Oh, das sieht gut aus, Sunny. Wir sind fertig. Mein Einhorn ist echt zu schade zum Essen. Ich esse meines auf jeden Fall. Oh, dieser Cupcake ist so süß. Aber Ginas, wow. Das ist schwierig. Also sage ich unentschieden. Juhu, das scheint fair. Okay, Zeit zum Essen. Tut mir wirklich sehr leid. Aber ich habe so Hunger. Hm,
Ich freue mich schon so drauf. Die sind so gut. Hä? Sunny, was ist denn? Endlich habe ich eine Einhornfreundin. Das ist der beste Tag aller Zeiten. Für was ist das denn? Keine Ahnung. Das wird super. Macht mir einen Pikachu-Pfannkuchen. Ich liebe diese Challenge. Wow, du bist ja eifrig. Ich beginne mit dem Umriss. Dafür nehme ich eine schwarze Teigmischung. Jetzt zeichne ich die Augen. Oh, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ich glaube, ich brauche Hilfe. Ich drücke auf den Knopf. Sollte da nicht was passieren? Oh, ein Pokéball. Wow, schaut euch das an. Hä? Es hat sich in eine Vorlage verwandelt. Genau, was ich brauche. Ich umrande sie mit der schwarzen Teigmischung. Nun zu den Farben. Die Wangen werden rot. Oh, der Mund natürlich auch. Die Augen werden weiß. So ist es genauer. Okay, was nun? Oh, Sunnys ist ja cool. Richtig gut. Jetzt kann ich mit Gelb drüber gehen. Ich muss nur in den Linien bleiben. Mit der Vorlage war es so einfach. Fast fertig. Nur noch der Schwanz. Ich lasse mir Zeit damit. Das sollte reichen. Wow, ich bin beeindruckt. Was riecht hier so? Hä? Oh nein, mein Pfannkuchen. Oh, das sieht nicht gut aus. Der ist hin. Was mache ich jetzt? Vielleicht kann ich ihn noch retten. Hoffentlich merkt das niemand. Hä? Das funktioniert nicht. Wenigstens sieht meiner noch gut aus. Zeit zum Drehen. Wow, genial. Die Zeit ist fast um. Hier. Das wird nicht gut ausgehen. Wenigstens ist er gelb. Das ist großartig, Sunny. Gina, das ist... was ist das? Einfache Entscheidung. Sunny gewinnt. Ja, gewonnen. Wuhu. Da kann ich mich nicht beschweren. Und jetzt kann ich den Pfannkuchen essen. Halb es nicht so unter die Nase. Was glaubst du, was da drunter ist? Wir werden es gleich rausfinden. Das ist die Mystery-Runde. Aufregend, was? Ich mag keine Überraschungen. Komm schon, bringen wir es hinter uns. Hä? Mickey? Ich hab Lilly. Was sollen wir damit machen? Ich bin so verwirrt. Wirklich? Ihr kapiert es nicht? Ihr werdet jetzt zu Modedesignern. Designt ein Kleid. Das war's? Kein Problem. Ich drücke einfach auf den Knopf. Ich liebe diesen Teil. Warte, ich darf nur eine Hand benutzen? Okay, ich versuch's. Wie schwer kann das schon sein? Das wird ein Spaß. Das ist schwieriger, als ich dachte. Vielleicht kann ich meine Zähne benutzen. Ups. Ich muss mich konzentrieren. Ich will, dass es perfekt ist. Was zum... das ist lecker. Danke, Sunny. Okay, los geht's. Ich spritze den Zuckerguss auf den Teller. Kleine Tupfen ergeben ein hübsches Kleid. Zumindest ist das der Plan. Wie lustig. Der obere Teil ist fertig. Jetzt brauche ich größere Tupfen für den Rock. Ich arbeite mich einfach am Teller entlang. Ich forme sie zu einem großen Dreieck. Nun zur Dekoration. Diese Kügelchen sorgen für Glamour. Wow, wunderschön! Beeilt euch! Macht schon! Ich bin echt zuversichtlich. Was meinst du? Ich habe mein Bestes gegeben. Interessant. Sieht gut aus, Gina. Du gewinnst. Gut gemacht. Ja, wie cool. Ich esse einfach den Zuckerguss. Oh ja, so lecker. Also, was nun? Wir sind fertig. Zurück zur Schule mit euch. Bis später. Hä? Wow, ist das wirklich passiert? Sunny, schau. Lass uns da Hörner draufmalen. Nein, nichts da. Ab in den Unterricht. Ja, du hast wohl recht. Ich denke, sie haben ihre Lektion gelernt. Nächstes Mal sind sie dran. Oh, ich kann nicht glauben, dass es hier ist. Das Ding ist bestimmt 1000 Jahre alt. Naja, egal. Oh, guck mal, wofür ist das Ding denn? Vielleicht kann man da ja was gewinnen. Cool. Ich bin dran. Ah! Oh!
regnet Puppets. Euch gefallen diese Knöpfe? Der hier ist sogar noch besser. Hä? Was ist passiert? Schaut euch das an, Leute. Ich fange mit Grün an. Perfekt. Ich hoffe, ihr habt Hunger da unten. Hier kommen sie. Schau dir all diese Nudeln an. Das reicht ja für eine ganze Armee. Ich wünschte, du hättest sie vorher aufgewärmt. Das fühlt sich super komisch an. Ob die überhaupt gut schmecken? Ich weiß. Ich gehe nie ohne sie raus. Sie helfen immer, die Zeit zu vertreiben. Interessante Idee. Ist der nicht schön? Perfekt für den Winter, oder? Wie wär's mit Gelb? Puh, gut, dass ich trainiert habe. Mehllawine im Anmarsch. Ich kann ja gar nichts mehr sehen. Das ist wie eine Mehldusche. Das war aufregend. Das muss ansteckend sein. Mal sehen. Ja. Geht's schon weiter? Das wird süß. Aufgepasst. Sieht köstlich aus, was? So hübsche Pastelltöne. Wow. Das ist bisher der beste Knopf gewesen. Ich bin im Marshmallow-Himmel. Ich wette, ich kann sie alle essen. welchen soll ich denn nur wählen? Hey, den wirst du brauchen. Hä? Wirklich? Dann wohl mal danke. Die Dinger hier sind süß, aber hart. Hier kommen sie. Wow, die Dinger sind echt laut. Aber ich bin nicht böse darüber. Das sind meine allerliebsten Süßigkeiten. Ich weiß. Hey, Lizzie, Lust auf was Süßes? Ich tausche für ein paar Marshmallows. Wow, eindeutig ein fairer Tausch. Das hatte ich nicht erwartet. Oh mein Gott, das ist so aufregend. Ich bin bereit. Und du? So kalt. Wir sind komplett nass. Wow, what the heck? Hey, sind bei dir auch so viele Knöpfe? Ja, ganz schön verrückt. Welchen Knopf sollte ich wohl zuerst drücken? Ich nehme mal diesen orangenen hier. Was wird wohl passieren? Hehe, dann lasse ich den Ballon mal platzen. Was kommt denn da runter? Oh, wow. Gummibärchen. Toll, ich liebe die. Hey, warte mal kurz. Ich habe eine super Idee. Ja, genau. Ich werde die Gummibärchen alle auffädeln. Das macht sogar ziemlich Spaß. Und jetzt immer mehr auffädeln. Oh mein Gott. Schau, wie toll das aussieht. Ich habe eine Gummibärchenkette. Welchen Knopf soll ich wohl nehmen? Gelb. Hier kommt's. Was war das? Was ist das? Es fühlt sich so komisch an. Ich mag das nicht. Das sind Nudeln. Oh, ich weiß. Ich habe diese Haarklammern. Ich mache die einfach an meine Haare dran. So. Ich brauche noch mehr. Und noch mehr. Ich bin so hübsch. Wie lustig. Ich lasse dieses Mal den Zufall entscheiden. Sieht aus, als hätte ich den roten gedrückt. Lassen wir wieder den Ballon platzen. Wow, was war das? Die sind so leicht.
Yay, noch mehr Snacks. Käseflips. Okay, ich probiere den Knopf auf der Seite. Orange. Was jetzt wohl passiert? Du findest es gleich heraus. Oh, was ist das denn? Die hüpfen ja. Das sind ja voll viele. Ah, Augen. Sie schauen mich an. Warte mal kurz. Ich weiß, was das ist. Das sind Gummiaugen. Pass mal auf. Ha, die schmecken großartig. Und jetzt habe ich zwei verschiedene Augenfarben. Okay, genug gescherzt. Zeit für einen Snack. Ein Zaubereimer? Was kann da wohl drin sein? Ich hab's. Gummibärchen. Ja, und ganz viele. Und sogar Cola. Ganz viel Cola. Nur noch eine Sache, um es perfekt zu machen. Süßigkeiten. Bereit? Und rein damit. Wow, sie sind überall. Gummibärchen-Vulkan. Ah! Wow, das ist der Hammer. Wow, zwei Hand-Emojis. Und noch eins. Und ein Nein-Zeichen. So aufregend. Hey, lass mal gucken, was drunter ist. Mhm. Wow, was ist das? Hä? Wow, ich will eins davon. Nee, was ist das? Was ist los? Oh, ist schon okay. Du hast ja noch welche. Oh, das ist nicht fair. Wow, cool. Schnell, guck mal. Das ist ja cool. Schau, schau. Es ist ein Regenbogen geworden. Ja, stimmt. Yay, zwei Hände. Boah, ich habe nur eine. Warte, es gibt immer noch Mais hier. Ich weiß einen guten Trick. Ich fülle den Mais in den Behälter, füge das Süße hinzu und schüttle das Ganze richtig gut. Im Handumdrehen Regenbogen-Popcorn. Tada! Wirklich? Für mich? Was? Wieso kann ich nicht? Na ach, erinnerst du dich, du darfst nur mit einer Hand. Ach stimmt, nur eine Hand. Mh, perfekt. Warte, warte, ich will zuerst. Okay. Oh, was? Das ist winzig. Das kann nicht stimmen. Whatever. Mal sehen, was ich hab. Wow, ein Pizzaturm. Yum, yum, lecker. Was ist das? Hm. Ich hab wieder beide Hände. Keine Hände? Oh, na schön. Beide Hände hinter dem Rücken. Und jetzt reinhauen. Mh, so gut. Mh, ich liebe Pizza. Ah, das sieht köstlich aus. Und ich hab das. Hm, ich hab da eine verrückte Idee. Damit wird's funktionieren, glaube ich. Ich steck das einfach hier rein und ich puppe ein paar Mal fest. Das ist so eine dumme Idee. Wow. Fast geschafft. So, perfekt. Hier, halt mal. Warum? Nimm's bitte. Okay. Yum. Mm. Ich frag mich. Ja, Muskeln. Okay, ich nehme einfach das und... So, mach schon. Fang an zu pumpen. Okay. Es funktioniert. Wow, cool. Schau dir meine riesigen Muskeln an. Ich bin so stark. Cool, jetzt bin ich dran. Okay, ich bin bereit. Powerpumpen. 3, 2, 1. Was? Nein! Nein! Man sagt, das Auge isst mit. Das war bei dieser Challenge ganz sicher der Fall. Von wem würdest du am liebsten naschen? Von Sunny oder von Gina? Lass es uns in den Kommentaren unten wissen. Vergiss nicht, dieses Video mit deinen Freunden zu teilen und unseren Kanal für weitere tolle Videos wie dieses zu abonnieren.